Hallo und willkommen zurück zu Story of Season Friends of Mineral Town. An der Stelle möchte ich mich gleich nochmal dafür entschuldigen, dass die letzten zwei Episoden ohne Sound gewesen sind. Ich habe bei der Aufnahme leider das falsche Mikrofon ausgewählt gehabt. Deswegen habe ich tatsächlich erst in der Nachproduktion gemerkt, dass ich gar nicht einen Sound aufgenommen hatte. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Oh, was ist denn jetzt los? Hallo Chippy, das kommt vielleicht plötzlich, aber ich hätte gern, dass du das ansiehst. Das ist eine konservierte Blume. Ich habe die Süßsonnenblume, die du mir gegeben hast, einem Freund gezeigt und er hat das hier gemacht. Um die Kreation eines neuen Produktes zu feiern, wollte ich dir die erste davon geben. Hättest du diese Blume nicht gefunden, wären wir nie auf die Idee gekommen, so etwas herzustellen. Wenn du endlich deinen besonderen Menschen findest, wäre es nicht schön, sie zu überreichen, während du deine Liebe gestehst? Das ist nur eine Idee, also dann, ich muss los. Rendezvous-Grundlage. Wenn du mit einer besonderen Person ausgehen möchtest, musst du ihr erst deine Gefühle gestehen. Ruste dazu die konservierte Blume aus und gib sie deiner Person. Jedoch verlaufen nicht alle Gespräche positiv. Um deine Erfolgschancen zu erhöhen, kannst du die Zuneigung steigern, indem du dir Ereignisse dieser Person ansiehst. Die Herzleiste zeigt die Zuneigung dir gegenüber dar und wird sowohl von Männern als auch für Frauen angezeigt. Also mit dieser Blume können wir im Grunde anderen Leuten sagen, dass wir sie lieben. So, jetzt nochmal zurück. Es tut mir halt wirklich leid, dass die letzten zwei Ausgaben halt ohne Sound waren. Ich denke mal, es ging trotzdem irgendwie. Musste halt nur ohne meine schreckliche Stimme auskommen. So, was habe ich jetzt bisher gemacht? Ihr habt ja gesehen, ich habe meine Kuh ganz schön gefüttert. Ich habe mir jetzt so zum Ziel gesetzt, jeden Tag mindestens 3 Fische zu angeln. Einfach um halt ein paar Fische zu bekommen und um nach Möglichkeit noch ein bisschen meine Angel aufzuwerten. Weil ich hätte gerne spätestens nächstes Jahr zum Sommer zu dem Frisbee-Fest dann eine Silberangel. Ansonsten ist mein nächstes Ziel jetzt erst einmal den Hühnerstall aufzuwerten. Und anschließend werde ich dann mein Haus noch ein bisschen versuchen aufzuwerten. Das ist so jetzt erstmal mein großes Ziel für die nächsten Tage. Die ersten Ernten durften ja auch ziemlich bald losgehen. Habe ich oben. Genau. Meine Gießkanne kann ich bald auf den Grill aufwerten. Vielleicht sogar schon dann morgen. Wäre nicht schlecht. Morgen hat Brandon Geburtstag. Das dürfte sich ganz gut treffen, weil wenn wir dann abends oder morgens zur anderen Göttin gehen, sollten wir ihn eigentlich treffen. Oh, nochmal neue Post. Oh, heute gibt es eine Bratpfanne. Hast du noch nichts reif? Schade. Also momentan haben wir 9000. So. Unser täglicher Einnahmen sind ja ganz gut jetzt, dadurch, dass wir eine Kuh haben und 3 Hühner. Ich werde halt meine Kuhzucht noch ein bisschen vorantreiben. Nachdem Ilya dann den Kalb bekommen hat, darf Chloe dann als nächstes ran.
Ihr habt ja vielleicht das letzte Mal auch gesehen gehabt. Ich habe jetzt mein erstes Huhn mit 10 maximalen Zuneigungsherzen. Und ich werde es auch versuchen, halt nach Möglichkeit, hoch, das war das Falsche, die anderen Tiere halt auch so weit hoch zu züchten. Weil wir sehen ja, Aska ist schon maximal. Und im Grunde wird dann als nächstes Rizko verkauft. Und halt mit dem Ei, was Aska dann legt, wird es dann auch gezüchtet. Das ist so erstmal so jetzt mein Ziel für die nächsten Tage. Ah, da fällt mir aus, habe ich die Glocke geläutet? Nee. Muss natürlich auch dafür sorgen, dass... Oh, es ist doch schon was reif. Die haben es Wurzeln. Sehr gut. Das heißt, wir werden heute nach dem Gießen mal kurz in den Gasthof gehen, weil es ja Mittwoch, da ist dieser Van da, das ist dieser Verkäufer. Da habe ich ja letztens einen Plattenspieler gekauft und die ersten Schallplatten. Oh. Oh, du bist es. Ich wirke niedergeschlagen, hm? Du fragst dich, ob auch Ärzte mal krank werden? Nein, nein, nichts dergleichen. Ich habe nur gerade an meine Eltern gedacht. Die Leute meiner Familie sind schon seit Generationen Heiler. Mein Vater war Arzt und meine Mutter Krankenschwester. In unserer Klinik war immer viel los. Als ich ein Kind war, hatten meine Eltern nie wirklich Zeit für mich und ich war sehr einsam. Ich habe diesen Beruf sogar manchmal gehasst und mit ihnen darüber gestritten. Aber als ich selbst Arzt wurde, habe ich verstanden, wie es ihnen damals ging. Es ist nicht leicht, für ein anderes Leben verantwortlich zu sein. Hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich ihnen niemals solche Vorwürfe gemacht. Oh, Verzeihung. Ich sollte dich nicht mit meiner Vergangenheit belasten. Bitte vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich sollte wieder los. Das Erntefest steht vor der Tür. Ich frage mich, welche Zutaten jeder mitbringen wird. Ah, stimmt, das Erntefest ist ja auch... Na, ich will nicht mit dir reden, geh weg. So, Quentin dürfte auch schon da sein. Nee? Hm, Mist. Wir haben es gleich um 9. Was? Na gut, geben wir schnell der Erntegöttin ihre Blume. Anschließend schnell gießen. Ach, da ist er ja. Ah, vielen Dank. Da fällt mir ein, heute ist mein Geburtstag, oder? Ich habe das total vergessen. Kann vorkommen. Jennifer. Ich denke mal, ich werde einfach eine Jamswurzel übrig lassen und dann die mit zum Erntefest geben. Ah, ich werde meine Gießkanne heute noch nicht aufwerten, weil morgen ist Donnerstag. Da hat ja der Schmied eh geschlossen. Und es bringt mir nichts, wenn der geschlossen hat und ich am Ende dann vielleicht nicht mal rein darf. Dann habe ich mehrere Tage, wo ich nicht gegossen habe. Das wäre ein bisschen riskant. Aber ich denke mal, ich werde mir die Bratpfanne heute holen. Und dann kann ich mir die Gießkanne theoretisch dann Freitag aufrüsten lassen. Beziehungsweise, nee, Freitag auch nicht, da ist ja das Event. Also Samstag zu Sonntag. Sollte machbar sein. So. Dann gehe ich jetzt kurz in den
Gasthof. Kurz mit diesem Van quatschen. Ich muss auch versuchen, hier noch dieses Aushilfsevent zu triggern, dass wir den Quay in der Stadt behalten können. So, mit den Schallplatten, die sind ein bisschen teuer, können wir halt verschiedene Hintergrundmusik von anderen Harvest Moon spielen und Story of Season spielen, abspielen lassen. Das ist ganz nett. Man sagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein gutes Erntefest mal zu kochen. Ich frage mich, was unser Dorf dieses Jahr kochen wird. Oh, hey Chippy, ich weiß nicht, was ich zum diesjährigen Erntefest mitbringen soll. So haben wir uns auch die Bratpfanne. Genau. So. Jetzt geht's schnell nach Hause. Das Ganze warten. Wir können auch schnell fix in die Bücherei gehen. Kurz Hallo sagen. Dann halt versuchen, so viel wie möglich zu ernten. Und dann hoffen wir mal, dass wir heute ein bisschen was Geld gemacht haben. Eine Jamswurzel werde ich mir aufheben für das Erntefest. Und ansonsten werde ich die restlichen alle verkaufen. Weil die wachsen ja nach, das heißt, ich kann auch noch warten, bis ich mir einen in den Kühlschrank setze. Gut, das war's. Also 700, das ist okay. Das kann sich sehen lassen. Im Grunde müsste ich jetzt auch in nächster Zeit erstmal ein bisschen mehr auf Steine einschlagen, damit ich halt meinen Hammer aufwerten kann. Das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich den nächsten Tag immer mal ins Bergwerk gehen, dort ein bisschen zwei, drei Ebenen runtergehen und dann einfach auf alles einklöppeln, was mir entgegenkommt. Es gibt da manchmal so Ebenen, wo wirklich sehr viel Steine sind, da könnte man vielleicht ein bisschen was rausholen. So, jetzt erstmal meine drei Fische fangen. Wenn wir schon mal dabei sind, wir haben heute genug Ausdauer. Heute gehe ich nicht mehr an die Mine, also kann ich ja noch ein bisschen was angeln. Diesmal habe ich auch extra aufgepasst, dass ich wirklich das richtige Mikro ausgewählt habe, damit ihr mich wieder hört, wenn ich hier lese. Ursprünglich hatte ich ja sowieso vorgehabt, eigentlich bloß ein Playthrough zu machen, wo ich halt nicht lese, sondern einfach den Text lasse. Aber da das sehr textlastig ist und das halt relativ schnell langweilig hätte werden können, habe ich mir gedacht, okay, kaufst du dir mal ein Mikrofon und machst halt dann die Aufnahmen. Das Mikrofon ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil ursprünglich hatte ich gedacht, ich nehme das einfach mit meinem Headset auf. Aber das Headset ist einfach nur total leise. Da hat man mich gar nicht verstanden. Selbst wenn ich geschrien habe mit allen maximal hochgedrehten Dingern, es war einfach nicht normal. Und da ich jetzt kein superreicher YouTuber bin, der sich einen Tesla leisten kann, habe ich mir halt erstmal für 50 Euro ein Tischmikrofon geholt. Das ist tatsächlich auch ganz gut, finde ich.
Ab und zu kratzt es mal ein bisschen, weil ich halt noch nicht so die optimalen Einstellungen gefunden habe. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich damit so zufrieden. Ich könnte natürlich auch nach einem Programm suchen, was jetzt meine Stimme noch ein bisschen angenehmer klingen lässt, indem ich zum Beispiel Höhen und Tiefen ein bisschen ändere. Aber das ist mir ein bisschen viel Aufwand, wenn ich halt nicht weiß, ob irgendjemand das überhaupt nehmen will oder nicht. Weil wenn es niemanden wirklich interessiert. Die Schallplatte dreht sich sogar, das ist ja süß. Guten Morgen, Chibi. Morgen sammeln sich alle um 10 Uhr, um das Erntefest zu feiern. Für dieses Ereignis bringt jeder Zutaten mit, die wir in einen großen Topf werfen. Es ist eine Art Gemeinschaftsessen. Es wäre toll, wenn du auch etwas Leckeres mitbringen könntest. Ich würde mich freuen, dich morgen zu sehen. Gesäß der Welt. Na gut, kümmere ich mich erstmal um meine Kühe. Ich finde es halt total putzig, dass die am Schwanz halt so diese Glöckchen haben und dass die Erdbeerkuh so eine Erdbeerglocke hat. Warte mal, ich zeige euch das mal von der Seite. Das ist total putzig. Noch unsere Milch. Genau. Wo ist das Pferd jetzt hin? Oh. Ach, die Zwiebeln sind reif. Komm her. Komm her, du Lasagne. Das will einfach mehr. So, jetzt. Das nächste Mal nehme ich die Axt. Oder einen Hammer. Sobald ich meine Scheune aufgewertet habe, hole ich mir dann mein erstes Angora-Kaninchen. Oben habe ich auch wieder die Glocke vergessen. Ach Menno. In letzter Zeit bin ich ganz schön vergesslich. Also Zwiebeln sind reif. Und der Paprika ist auch reif. Sehr schön. Da gibt es heute wieder ein bisschen was zu ernten. Finde ich ganz gut. Erntefest ist immer was ganz Putziges. Allgemein finde ich es halt ganz schön, wie die einzelnen Dorfbewohner miteinander interagieren. Ich habe fast schon genug Blumen, um den ganzen Herbst zu überstehen. So, gießen wir schnell. Nehmen die Zwiebeln ab, pflanzen neue. Dürften wir ja dann vielleicht so auf 10.000 kommen. Weil das habe ich ja so das letzte Mal schon gesagt. Das, was halt nicht mehr nachwächst, gibt insgesamt ein bisschen mehr als das, was halt nachwächst. Weil das, was nachwächst, wächst halt nach und gibt halt über Zeit mehr Geld ein. Aber Jamswurzeln waren nach 7 Tagen fertig. Und ich denke mal, die dürften jetzt alle 3 bis 5 Tage dann eigentlich wieder reif sein. Das ist eine ganz gute Einnahmequelle. Ich weiß noch, auf PlayStation 1 hatte ich ja im Herbst eigentlich fast nur Süßkartoffeln oder jetzt halt Jamswurzeln angebaut, weil die waren halt alle 5 Tage reif
Ach, das gab Geld ohne Ende. Das hat man dann relativ schnell gebessert. In den nächsten nachfolgenden Teilen war das dann nicht mehr so extrem überteuert. Weil ich glaube, eine Süßkartoffel hat, ich glaube, 250 gebracht. Was ja wirklich viel ist. So, nehmen wir schon noch Zwiebeln ab. Ach ne, das sind Karotten und keine Zwiebeln. Ja, man merkt, ich bin ein Farmer. Ich kann Karotten von Zwiebeln unterscheiden. Das darf man niemandem sagen. Ich werde auch ein bisschen eher ins Bett gehen, damit ich morgen noch ein bisschen mehr Ausdauer habe. Weil ich werde morgen bis spät in die Nacht rein mich um meine Form kümmern müssen. Denn es sieht nicht so aus, als würde ich das alles gegossen bekommen, bevor das Event startet. Fast 4000. Das ist nicht verkehrt. Wenn ich bedenke, dass ich das noch dreimal hinbekomme, dürften wir eigentlich ausreichend Geld für den Winter zurechtlegen können. So, ich würde mal sagen, gehen wir heute noch ein bisschen durch die Stadt. Sehr viel mehr werde ich heute auch nicht mehr machen können. Gehen wir mal kurz Hallo sagen. Die haben schon zu. Der Herbst ist die Jahreszeit des reichlichen Essens. Nun muss ich ja Winterspeck ansammeln. Ist Karin noch hier? Nee, schade. Mal schauen, ob die Klinik noch auf hat. Ne, die hat auch schon zu. Haben wir jetzt 13.000. Das kann sich sehen lassen. Ein Glas Wasser regeneriert ein Ausdauer. Ah, hey Chippy. Chippy, ich würde dir gern etwas sagen, wenn du kurze Zeit hast. Tut mir leid, dass ich neulich so laut geworden bin. So redet man nicht mit seiner Kundschaft. Es tut mir wirklich leid. Danke. So etwas passiert mir bei Leuten, die ich nicht gut kenne. Mein Temperament ist manchmal hitziger als ein Schmiedeofen. Aber ich hoffe, dass du wegen dem einen Mal nicht schlecht von mir denkst. Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Bist du mir noch böse? Oh, da fällt mir ein. Du lieferst Ärzte und verwandte Sachen, stimmt's? Bei einem Beruf wie meinem ist es vermutlich nicht überraschend, aber ich liebe Ärzte und Juwelen. Deswegen wollte ich dich gern heimlich etwas basteln, ohne dass Opa etwas davon mitbekommt. Ich muss so viel üben, wie es geht, um besser zu werden. Ich trete schon mal deinem Fendtle bei. Das ist gar nicht so wild. Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir, aber ich hoffe, dass ich Opa eines Tages überflügeln kann. Im Schmieden meine ich. Wenn ich meine Fähigkeiten ein bisschen weiterentwickelt habe, mache ich etwas für dich, Chippy. Zeigen werde ich es dir aber nur, wenn es gut wird. Also freue dich lieber nicht zu früh. Aber ich werde mein Bestes tun.
gucken, ob die mich schneiden lassen. Ja. Also Chibi, ich muss einfach wissen, was du zum Erntefest mitbringst. Du kannst bestimmt viel von deiner Ernte mit uns teilen. Hm? Tatsächlich eine Janswurzel der Güteklasse 2. Also ein bisschen besser als das Zeug, was ich sonst verkauft habe. Die können sich was einbilden. So, ich denke mal, das Erntefest morgen, das werden wir uns schön aufheben. Das wird dann das große Event, was wir morgen sehen werden. Aber erst in der nächsten Folge. Ne, nochmal, tut mir wirklich leid, dass die letzten zwei Episoden ohne Sound gewesen sind. Ich werde jetzt in Zukunft ein bisschen öfter mal drauf achten und hoffen, das richtige Mikro ausgewählt zu haben. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen was Spaß. Falls ich mich in irgendeiner Sache verbessern kann oder so, lasst es mich wissen. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal.